Damit sie in unserer Klinik gut aufgehoben sind, tun wir alles für ihre Sicherheit. Wir zeigen es ihnen mal. Nehmen wir an, sie wollen sich bei uns von ihren Nierensteinen befreien lassen. Dann erklärt ihnen einer unserer Ärzte, wie wir sie behandeln, in diesem Fall operieren werden. Den ungefähren Ablauf hatten wir ja schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Sprich, wir gehen mit einem Instrument in den Harnleiter ein, in die Blase, über die Harnleitermündung in den Harnleiter und dann bis nach oben in die Niere. Fragen Sie, wenn Ihnen irgendetwas unklar ist. Gut, und ist die schmerzhaft jetzt für mich dann? Natürlich wird unser Arzt Sie noch einmal untersuchen. Bevor Sie jemand von uns anfasst, desinfizieren wir uns die Hände. Jedes Mal. Das dauert eine Weile, ist aber selbstverständlich. Die Hygiene ist uns einfach wichtig. Ob wir uns ein Bild von Ihnen machen oder Sie anders untersuchen. Ja, da die linke Niere. Da ist das eine Steinchen im unteren Kelch, wartet auf uns. Nochmal tief Luft holen. Die Luft anhalten. Vor einer Operation spricht auch noch die Anästhesistin mit Ihnen und fragt Sie unter anderem nach früheren Krankheiten. Nehmen Sie Medikamente ein, vom Nein. Hausarzt verordnet? Wichtig ist, alle Medikamente, die Sie brauchen, erhalten Sie von uns. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, welche Narkoseform Sie haben möchten. Es gibt die Möglichkeit einer Spinalanästhesie. Meist stehen mehrere zur Auswahl. Oder eine Vollnarkose. Wenn Sie auf Ihrer Station angekommen sind, wollen unsere Pflegekräfte noch einmal von Ihnen hören, was Sie schon unseren Ärzten erzählt haben. Ganz wichtig wäre die Frage, sind bei Ihnen Allergien bekannt, Medikamentenunverträglichkeiten? Nein. Ist nichts bekannt. Können Sie mir eine Bezugsperson angeben, die wir anrufen können, wenn Sie was brauchen? Oder? Ja. Damit wir nur demjenigen eine Auskunft geben, den Sie bestimmt haben. Jeder Patient bei uns bekommt ein Patientenidentifikationsarmband. Da steht Ihre Nummer hier am Klinikum drauf und Ihr Name, Ihr Geburtsdatum. Das möchte ich Ihnen jetzt anlegen, wenn es Ihnen recht ist. Dieses Armband ist eine zusätzliche Maßnahme für Ihre Sicherheit. Haben die Ärzte Ihnen Medikamente verordnet, stellen unsere Pflegekräfte die zusammen. Abgeschirmt in einem extra Raum, sodass sie dabei nicht abgelenkt werden. Ciprobal 250. Abends eine. Diese Aufgabe erledigen immer zwei Kolleginnen gemeinsam und unterschreiben beide in der Dokumentation, dass sie alles, wie verordnet, bereitgestellt haben. Genau zu der Zeit, zu der Sie das Medikament einnehmen sollen, bekommen Sie es von unseren Pflegekräften. Sollen Sie operiert werden, bringen wir Sie in unseren abgeschirmten Operationstrakt. Dort nimmt Sie eine Pflegekraft in Empfang. Guten Morgen. Hallo. Schönen Tag. Ich bin Schwester Susanne. Wie heißen Sie? Zur Sicherheit möchten wir noch einmal von Ihnen hören, wer Sie sind und was operiert werden soll. Danke. So, Frau Dr., was machen wir bei Ihnen? Den Nierenstein entfernen. Ja, auf der welchen Seite? Links. Links. Wenn auch das geklärt ist, gibt es noch eine Kontrolle. Das Patientenband möchte ich noch sehen. Alles klar. Danke. Währenddessen bereiten unsere Pflegekräfte, schon steril eingekleidet, alles für ihren Eingriff vor, packen die Instrumente aus und legen sie bereit. Die Instrumentierschwester zählt alle Kompressen, Tücher und Tupfer. 20. Verbandschaftsset ist vollständig. Gut. Die Kollegin hat mitgezählt und hält das Ergebnis in der Dokumentation fest. Unser Anästhesieteam bereitet sie für die Narkose vor und überwacht sie während der Operation. Und das Operationsteam wäscht und desinfiziert sich inzwischen die Hände. Was wir dann machen, finden Sie vielleicht seltsam. Gut, dann Team Timeout. Ist die Frau Schleierer Lydia. Zur URS auf der linken Seite. Ja, genau. Von unserer Seite gibt es keine besondere. Vor jeder Operation hält das ganze Team kurz inne und vergewissert sich, dass alles seine Ordnung hat. Bevor wir eine Operation beenden, zählen wir wieder das gesamte Material.
Ich habe 18 Kompressen. Zwei. Das sind 20, das stimmt. 16 Tupfer. Ich habe 4. Das sind 20, das stimmt. Verbandstoffkontrolle stimmt. Wunderbar, vielen Dank. Wenn Sie wieder wach sind, bringen wir Sie zurück auf Ihre Station. Bald wird es Ihnen besser gehen, denn wir tun alles für Ihre Sicherheit.